Ich bin auf der Jagd. Ich erwarte was Tolles. Ihr wisst nicht, was es ist. Ich weiß es auch nicht. Und damit herzlich willkommen bei Pokémon Karmesin. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, warum ich hier bin, aber ich weiß, warum ich hier bin. Das ist total widersprüchlich, ich weiß, aber... ja, irgendwie hat man mich darauf vorbereitet, dass ich mich bereit machen soll für einen Tausch. Ich soll wohl sowas wie ein Überraschungsei bekommen. Dafür finde ich jetzt schon eine neue TM. Cool. Das war Kreuzschere. Wow, Carbador. Immer mit der Ruhe. Nicht, dass du an Land springst. Das habe ich auch gerade das erste Mal gesehen. Wow. Oh, ich meine, das ist so weit. Nee, das geht nicht so weit. Also, das sehe ich gerade wirklich das erste Mal. Das finde ich voll toll. Carbador springt so rum. Und ich möchte berichten, dass es jetzt ein Paradox Suicune gibt. Paradox Suicune ist, wie ihr schon wisst, oder wie ihr seht, ein Paradox-Pokémon, das vor kurzem erst rausgekommen ist. Genauer gesagt direkt zum Pokémon Day am 27. Februar 2023. Dieses Pokémon ist... ja, es ist was ganz Eigenes. Also jeder, der diese Notizen von Pokémon Purpur gesehen hat, beziehungsweise Karmesin, der hat ja gesagt, dass es sowas wie ein wie eine Fusion zwischen Entei, Raikou und Suicune geben soll. Allerdings ist das tatsächlich als Paradox Suicune gelabelte Pokémon tatsächlich nur sowas wie eine Zeichnung gewesen. Jetzt sieht man hier tatsächlich plötzlich ein Dino-ähnliches Pokémon vor sich und man fragt sich so, was ist passiert? Aber jetzt ist es so, dass dieses Dino-ähnliche Suicune tatsächlich das Paradox-Suicune ist, das angeziehst wurde. Aber warum? Ich habe die Theorie, dass, beziehungsweise ich unterstütze bei der Theorie tatsächlich noch immer, auch wenn es tatsächlich noch andere Theorien gibt, die ich tatsächlich erschildern könnte, dass meine Theorie sich darauf bezieht, dass dieses Pokémon einfach kein Suicune ist, genauso wenig wie Schlick da ein Dick da ist. Ich habe nämlich die riesige Vermutung, dass es einfach ein parallel entwickeltes Pokémon ist, welches aussieht wie Suicune, aber in Wirklichkeit ein Dinosaurier ist. Genauso wie die ganzen anderen Paradox-Pokémon, wie die anderen aussehen. Ja, ich habe mein Mikro schon gestartet. Und ich mache mich jetzt gerade auf den Weg zu einem Pokémon-Center, weil ich mache einen Raum auf. Denn, wie ihr wisst, will Ines mit mir tauschen. Und sie sagte, sie hätte ein Überraschungsei für mich. Und schaut euch mal an, wie schnell das Suicune ist. Das ist bis jetzt das schnellste Pokémon, was man hier sieht. Ich finde das toll. Moment, ist das ein... Oh, das ist ein Riesen... Ich will das Riesen-Grammox haben. Das fange ich mal schnell ein. Ich will das Riesen-Grammox haben. Das wird dann zum Riesen-Kramm-Chef, wenn ich das richtig EV trainiere. Und es will nicht von mir gefangen werden. Es ist irgendwie so typisch. Ich sollte es versuchen, so zu fangen, wie ich es immer fange. Mit dem Cursed Ball! Okay, hier funktioniert das nicht. Ich muss dieses Kramox haben, es ist so riesengroß. Die anderen Kramoxe schauen ihrem Chef zu, wie das sich mit mir rumkloppt.
und verlieren ihn gleich. Ah! Oh, ich dachte schon. Nein! Aber ihr seht, so die Kunde ist sehr groß. Sogar größer als das andere. Und ich habe ein Volt-Tackle-Pichu. Ein sehr interessantes Pokémon, wenn ich so sagen darf. Denn das letzte Pikachu-Raid, was ich bekommen habe, hat einen Kugelblitz. Und es ist tot. Ich hasse dich so sehr. Das ist das Pokémon, was ich tauschen will. Das Pokémon braucht etwas mehr Schritte zum Schlüpfen. Ich bin mal echt gespannt, ey. Ines macht mich hier gerade heiß, dass das Pokémon mehr Schritte als sonst zum Schlüpfen braucht. Und das ist einfach mal ein komplettes Osterei ist, sozusagen. Ich weiß selber nicht, was da drin ist. Bleib doch drin! Bleib drin! Ich hab gesagt, bleib drin! Ja, Mann, endlich! Ich habe einen riesen Kramox gefangen. So, erstmal in die Box damit. Mein Dunkel. Ach, komm on! Ich will zum Pokémon Center gehen. Okidoki. Eine Überraschung sei. Das ist wirklich nahe. Dann werde ich das wahrscheinlich mit Ramot ausbrüten. Tschüss, Linnenip. Es war schön, dich gekannt zu haben. Du hast beim Kampf mir überhaupt keinen Dienst erwiesen. So, da bin ich mal gespannt. Man hat mir jetzt ein bestimmtes Ei gegeben. Bist du ein... Ich sag's dir, in einer kurzen Zeit ist das Ei ausgebrütet, da brauche ich nicht mal lange dafür. Dann jetzt mal los. Auf zu dem Ding hier, zu dem runden Rondell. Wo wir das Ei ausbrüten. Bin echt gespannt. Das ist einfach mal so random ein Ei. Das ist einfach mal ganz viele Schritte braucht. Die Treppe sah gerade furchtbar aus. Die sah aus wie so ein schwarzes Loch mit Glitches. Es schlüpft und es hat nicht mal 2 Minuten gedauert. Da bin ich mal gespannt. Okay, es ist. Es ist. Es ist. No, oh, es ist ein weißes Zoroa. Das ist voll süß. Wäre geil, wenn es Shiny gewesen wäre. Das wäre doch witziger gewesen. Aber Shiny Zoroa Nisui. Also Hisui Zoroa meinte ich. Oh, es ist so knuffig. So viel zum Thema, es wird ja länger dauern.
Bei mir dauert es innerhalb kürzester Zeit. Tut mir leid, aber das mit dem es wird länger dauern, war tatsächlich ein Scherz. Aber danke dafür. Oh mein Gott, ich will es sehen. Ich will es mir ansehen. Oh nein, es rennt weg. Komm her, du. Komm her, du. Nein, warum läuft das immer so weit? Nein, du sollst da nicht hinlaufen. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, ich bin so knuffig. Ich will streicheln. Das ist sowas von Luca approved. Weil ich es einfach streicheln will und weil es einfach süß ist. Und das entwickelt sich dann zu Hisui Zoroark weiter. Oh mein Gott, es läuft im Kreis. Oh, es ist so knuffig. Ich weiß nicht mal, was für eine Reaktion ich darauf sagen soll. Vielleicht I, weil E oder weil Diabetes oder. Oh, das ist knuffig. Das erste Hisui-Pokémon in Paldea, Zoroa. Das bekommt man tatsächlich inzwischen schon als Geschenk. Wenn man sich nämlich das DLC vorbestellt hat, dann bekommt man durch Geheimgeschehen an Zoroark ran. An das Hisui Zoroark. Und das kann man dann breeden. Hui! Ajo, bist du süß oder bist du süß? Oh, ich muss es EV trainieren unbedingt. Das werde ich aber später machen. Weil jetzt werde ich erstmal wieder das Video beenden. Ich werde erstmal ein neues Video neu aufnehmen müssen, weil ich nämlich bei dem vergessen habe, mein Mikrofon einzuschalten. Wenn das geschehen ist, werde ich dann vielleicht sogar im Laufe des Tages oder vielleicht morgen oder so, so wie morgen, einen Tag danach, versuchen, das Zoroa e.V. zu trainieren. Ob ihr das Video auch noch am selben Tag sehen werdet, ist natürlich eine andere Frage. Aber jetzt habt ihr zumindest erstmal gesehen, wie das so aussieht hier. Und ich finde es wirklich knuffig. Deswegen würde ich sagen, ja, vielleicht sieht man sich dann irgendwann mal wieder. Also das machen wir auf jeden Fall. Aber abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt. Ansonsten seht euch einfach dieses Zoroa nochmal an. So werdet ihr das dann wahrscheinlich dann das vorletzte Mal sehen. Das letzte Mal werdet ihr das wahrscheinlich dann erst im nächsten Video sehen. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.